Über 8 Millionen Katzen leben in Deutschland. Sie alle brauchen Katzenstreu. Garantiert asbestfrei. Auf manchen Verpackungen steht's, aber auf den meisten nicht. Müssen wir uns Sorgen machen? Giftiges Asbest in unseren vier Wänden? Die Reporter Fine und Matze wollen das von den Hotlines wissen. Und zwar steht auf einigen Katzenstreu drauf, garantiert asbestfrei, und bei dem halt nicht. Und deswegen frage ich mich gerade, ob ich das vielleicht dann lieber nicht kaufen sollte, weil da Asbest drin ist. Okay. Enthält Katzenstreu Asbest? War wahrscheinlich mal so. Naja, irgendwann vor ein paar Jahren ist das ja mal extrem aufgefallen, dass das krebserregend ist. Das ist noch nie vorgekommen. Wir haben eine Analyse von Lieferanten. Das ist natürlich asbestfrei. Also, ich habe das jetzt einfach mal bei Wikipedia eingegeben. Asbest. Und natürlich vorkommende faserförmige Silikatminerale. Okay, also ist dann doch ein natürlicher Stoff. Und wenn dann da steht, das ist ein Silikatmineral, kann es natürlich auch im Katzenstreu vorkommen. Selbst die Produkt-Hotline schließt unseren Verdacht nicht aus. Das können wir so nicht stehen lassen. Reporterin Christine beauftragt ein unabhängiges Prüflabor. Hallo. Ich erwarte in diesen Proben eher kein Asbest, weil das wäre für den Verbraucher, denke ich, auch sehr nachteilig. Gehen wir es an, ich bin gespannt. Manchmal steht Asbest frei drauf, aber meistens eben nicht. Warum nicht? Immerhin, Asbest ist krebserregend. Welcher Verbraucher würde ein solches Gesundheitsrisiko eingehen wollen? Unser Reporter Matze Brandt fragt mal nach. Also ich würde spontan erstmal das Asbestfreie nehmen. Aha. Ich würde es erstmal so angucken. Oh, da gehst du jetzt mit dem Kopf einfach so rein? Garantiert asbestfrei, weil man von ausgeht, ist schadstofffrei. Ich glaube, das soll nur verwirren. Ja, weil man denkt, das ist gut, klingt nett. Es klingt nett. Garantiert klingt immer sehr, naja, vertraulich irgendwie. Aber wenn es draufsteht? Das garantiert ja heutzutage nichts mehr. Asbest in der Katzenstreu? Die meisten Passanten sind überrascht und baff. Als einige das Katzenklo füllen, greifen sie lieber zum Mundschutz. Also wenn ihr diesen kleinen süßen Kätzchen jetzt ein Katzenklo machen müsstet, dann würdet ihr Asbest reißen. Alles klar. Denn Asbest erregt nachweislich Krebs. Dazu müssen nur winzig kleine Faserstücke beim Atmen in die Lunge gelangen. Dort setzen sie sich fest und legen sich auf die Lungenbläschen. Weil der Körper die Fasern nicht abbauen kann, bleiben sie für immer dort. Und verursachen im schlimmsten Fall die tödliche Krankheit. Aber woher kommt Asbest? Und wie soll das in die Katzenstreu kommen? Unsere Reporterin Fine besucht einen Katzenstreuhersteller. Hallo, Fine Katze. Hallo, herzlich willkommen in Amberg. Sie stellen hier Katzenstreu her. Wir stellen Katzenstreu her, aber nicht hier. Die Produktion erfolgt im benachbarten Tschechien, circa 150 Kilometer von hier entfernt, in der Nähe von Karlsbad. In Tschechien landen die beiden in einem riesigen Tagebau. Sieht eher aus wie der Abbau von Braunkohle oder eines anderen Bodenschatzes. Hier wird jetzt also ein Rohstoff für dieses Katzenstreu abgebaut. Hier wird der Rohstoff abgebaut, das ist praktisch Bentonit. Mhm. Der wird hier abgebaut im Tagebau, wird dann aufgeladen auf die LKWs und wird von hier dann direkt in die Produktion weitertransportiert. Das Ganze ist jetzt ein Bestandteil von Katzenstreu, das ist eigentlich der Bestandteil. Es wird also nur aus diesem Material gemacht, Katzenstreu. Aha, Katzenstreu ist also 100% Bentonit. Und falls Asbest drin wäre, müsste man es hier in der Grube schon finden. Was ist denn da genau drin? Das heißt Bentonit, haben Sie gesagt. Das ist eine bentonithaltige Tonerde mit dem Hauptbestandteil Montmorillonit. Ist hier Asbest drin? Nein. Also es ist, unsere ganzen Streu sind alle getestet, dass es asbestfrei ist, weil Asbest kann ja bei den Tieren große Krankheiten hervorrufen. Und beim Menschen auch? Beim Menschen natürlich auch, ja. Und das Asbest ist auch ein Naturprodukt? Das Asbest ist sicherlich auch ein Naturprodukt.
Und das können Sie auch nicht verhindern, wenn es drinnen ist im Rohmaterial, dann ist es drinnen. Kann es sein, dass es in anderen Proben noch vorkommen kann? Türkei oder was ich finde? Aus Griechenland und Türkei habe ich nichts mehr gehört. Mhm. Aber es waren mal in Gruben in Marokko. Also wenn ich das jetzt ins Labor schicken würde, so, dann wäre sicher, dass wir hier keinen Asbest mehr finden ja, würden? Ja, es ist absolut hundertprozentig sichergestellt, dass hier in unserer Grube kein asbesthaltiger Bentonit ist. Okay. Wirklich nicht? Auch wenn sich Herr Loret ganz sicher ist, wir sind es noch nicht. Die Probe aus einer Grube lassen wir lieber unabhängig prüfen. Kritisch sind nicht die großen Brocken, sondern die winzigen Staubpartikel. Man kann das auch jetzt so ein bisschen sehen. Sie sehen halt, dass sich hier an der Tüte, an der Wandung überall weißlicher Staub abgesetzt hat. Ja. Und das ist das, was wir uns jetzt angucken werden, weil das potenziell dafür spricht, wenn hier Fasern drin sind, das ist diese einatembare Fraktion, um die es sich handelt und die halt potenziell gesundheitsgefährdend sein könnte. Sollte sich herausstellen, dass hier Asbest drin ist, wäre das ein handfester Skandal. Zurück in Tschechien inspiziert unsere Reporterin jetzt die Katzenstreufabrik. Was ist das Weiße, was da noch mit rauskommt? Das ist Trockensoda. Okay. Dadurch kann ich die Absorption steigern von Material und auch die Klumpenbildung. Wie Bentonit ist Trockensoda auch ein natürliches Mineral und könnte theoretisch Asbest enthalten. Hier entsteht eine Menge Staub, der, wie wir wissen, besonders gefährlich sein könnte. Ein bisschen staubig ist es ja, ne? Ja. Hier wird jetzt aber nur vorgetrocknet, oder? Nein, das ist die Haupttrocknung. Hier wird bei 120 Grad auf drei Ebenen getrocknet. Bei circa 100, die Dauer wird ca. 45 Minuten sein für eine komplette Trocknungsphase. Ohne Atemschutzmaske in dieser Fabrik. Langsam machen wir uns Sorgen. Aber Herr Loret bleibt entspannt. Vielleicht, weil die Packung am Ende verspricht, dieses Produkt ist asbestfrei. Da steht auch hier, reines Naturprodukt. Ja. Aber auch garantiert asbestfrei. Ja. Wird auch noch mal extra hervorgehoben. Wird extra hervorgehoben, genau. Warum lässt man es nicht einfach weg, wenn es eh so ist? Wenn es nicht draufstehen würde, würde ich bestimmt oft Telefongespräche bekommen. Dann würden die Kunden nachfragen, ist Ihr Katzenstreu asbestfrei? Und so ist es schon drauf. Schön und gut. Und was sagt das Labor? Wenn wir jetzt davon ausgehen würden, wir finden jetzt hier Asbestfasern, wie würde das dann aussehen? Also haben Sie sowas schon mal irgendwie hier gehabt oder können Sie sowas vielleicht irgendwie zeigen? Genau, also ich kann mal hier was zeigen, wie das dann in der Regel aussieht. Man sieht halt hier wirklich ein großes Faserbündel in der Mitte und alles das, was Sie hier halt drumherum sehen, diese ganzen feinsten aufspaltenden Fasern, sind alles Asbestfasern. Wenn man so etwas findet, dann wäre das wirklich sehr, sehr, sehr kritisch. Denn Asbest ist so gefährlich, dass es seit über 20 Jahren in Deutschland verboten ist. Davor galt Asbest als Wunderfaser, die jahrzehntelang die Häuser dämmte. Ist nach all dem, was war, diese tödliche Faser via Katzenklo wieder in unsere vier Wände gelangt? Das Raster-Elektronenmikroskop wird gleich Gewissheit bringen. Sollten hier Asbestfasern sichtbar werden, müssten ganz viele Katzen ihre Klogewohnheiten ändern. Und zwar sofort. Das ist jetzt die kleinste Vergrößerungsstufe und jetzt kann man halt... Ist das unser Staub? Das ist der Staub. Man kann das hier im Gegensatz sehr gut sehen. Hier ist es, das ist wirklich faserartig. Und hier sind es wirklich rundliche, plättchenartige Partikel. Also Entwarnung? Entwarnung. Herr Loret hatte recht. Seine Katzenstreu ist asbestfrei. Und nicht nur seine. Sechs weitere haben wir testen lassen. Wir haben hier bei allen Proben kein Asbest nachweisen können. Das heißt, alle Proben sind unbedenklich. Und Sie sehen auch unter dem Rasterelektronenmikroskop alle ähnlich aus. Unser Ergebnis? Alle hier getesteten Katzenstreus sind asbestfrei. Egal, ob's draufsteht oder nicht.